will sterben. Das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Du musst das doch wissen. Kannst mir das mal erklären? Keine Mutter will ihre Kinder verlieren. Und keine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen morden? Mach mir das mal klar. Wozu sind Kriege da? Herr Präsident, ich bin jetzt 10 Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketen. Sag mir mal, warum sie laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um. Sie stehen sich gegenüber und könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot. Ich find das so bekloppt, warum muss das so sein? Habt ihr alle Milliarden Menschen überall auf der Welt gefragt, ob sie das so wollen oder geht's da auch um Geld? Viel Geld für die wenigen Bonzen, die Panzer und Raketen bauen. Gold und Brillanten kaufen für ihre eleganten Frauen. Oder geht's dann nebenbei auch um so religiösen Zwist, dass man sich nicht einig wird, welcher Gott nun der wahre ist? Oder was gibt's da noch für Gründe, die ich genauso bescheuert find? Naja, vielleicht kann ich's noch nicht verstehen, wozu Kriege nötig sind.